erhalten. Heute geht es um Google-Bewertungen. Wie schaut es aus bei einer Ein-Stern-Bewertung? Die Frage bekomme ich ganz oft. Kann ich dagegen vorgehen? Ja, kann ich. Ja, sollte ich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens einmal natürlich die Meldung bei Google selbst. Wenn das nicht fruchtet, dann würde ich jedenfalls empfehlen, Anwältin oder Anwalt zu konsultieren, der sich das genauer anschauen sollte. Und welche rechtlichen Schritte könnte man dagegen setzen? Das hängt eben immer davon ab, was genau der Ein-Stern-Bewertung zugrunde liegt. Also wenn das gerechtfertigt ist, eine persönliche Meinung ist, nicht beleidigend, nicht kreditschädigend, dann werde ich leider nicht viele Chancen haben. Wenn da Beschimpfungen enthalten sind, wenn ich das wirklich entkräften kann, kann ich mich sowohl an den Plattformbetreiber, selbst Google, als auch wenn ich die Person kenne, die Person direkt wenden und zunächst mal mit einem Aufforderungsschreiben, aber dann wirklich auch mit einer Unterlassungsklage dagegen vorgehen, sollte man auch wirklich in Erwägung ziehen, weil ungerechtfertigte, schlechte Bewertungen wirklich massiv rufschädigend und kreditschädigend sein können. Vielen Dank. Dankeschön.